So, und es geht direkt weiter hier bei Spyro Heroes Tale in dieser lustigen Lava-Welt hier. In Magma-Fälle, genau. Magma-Fälle-Ende, besser gesagt. Hier geht's jetzt weiter. Es ist eine richtig coole Welt. Ich freue mich richtig drauf, jetzt die zu Ende zu erkunden. Und ich nehme schon wieder 2 Stunden auf, merke ich gerade, weil mein Fernseher sich schon wieder ausschalten will. Schon krass. Das Reich kam mir noch gar nicht so lange vor, aber wir nehmen echt schon wieder 2 Stunden auf. Also schon echt wieder jetzt. Das ist echt wieder der 9. Part oder so schon, der Aufnahme. Das ist mega krass. Kommt mir echt noch gar nicht so lange vor. Na, ich hab doch... Mein Gott. Ich habe noch einen grünen Sparks. Okay, das heißt, ich darf noch einmal getroffen werden. Ja, super. Jetzt darf ich noch einmal getroffen werden, dann habe ich keinen Sparks mehr und dann, ne? Wissen wir, was passiert. Ich hab dich doch... Mein Gott. Ich würde dich gerne treffen. Sehr gut. Also nicht so persönlich, sondern... Auch da ist, glaube ich, das Ding besser. Ist aber nicht leicht, den zu treffen. Jetzt haben wir es geschafft, so. Und dann holen wir uns direkt den Lichtedelstein, würde ich sagen, wenn die schon mal alle weg sind. Zack, zack, zack. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir gehen noch weiter nach oben, weil hier noch eine Plattform ist. Ist hier noch was? Nein, es ist nur für den Rückweg. Wow, 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 wow. Meisterhaft festgehalten, würde ich mal behaupten. Wir gleiten auf die Plattform darüber. Das kann doch nicht umsonst da sein, oder? Wieso ist hier so eine Plattform? Die hat mich gerade eben schon verwirrt. Aber irgendwie ist hier tatsächlich nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Das kann ich nicht glauben. Nee, aber echt, was? Wieso haben die da einfach so eine... Die machen doch nicht umsonst da irgendwas hin. Ja, doch, machen sie gerade. Zumindest hoffe ich das. Nein! Ey! Was war das denn? War unfair, war das. Und ich töte den auch noch. Also ich will den auch noch töten, obwohl ich es gar nicht muss. Wieso mache ich mir die Mühe? Beim nächsten Mal lasse ich ihn in Ruhe, ganz ehrlich. Nur zu meinem Nachteil. Ja, boah. Spyro, hau doch ab. Mein Gott. Macht er da irgend so eine Scheiße. Immerhin sind die Typen jetzt für immer tot. Das finde ich ganz nett. Also wenn man alle hat, sind die tatsächlich immer für immer weg. Das finde ich ganz nett. So, wie gesagt, jetzt lasse ich die Typen, obwohl, Rache, ne? Jetzt muss ich ihn erst recht töten eigentlich, deswegen. Okay. Gut. Wie sieht's hier aus? Ja. Ein Lichtedelstein noch, 2 Eier. Wie viel Weg haben wir noch? Boah, noch ein bisschen. Können auch beides kommen, also alles 3 besser gesagt. Tschüss. Tschüss. Wir haben ihn in der Luft eingefroren, ist ja toll. Und wir haben die Luft da unter ihm auch eingefroren. Finde ich doch viel toller. Was haben wir denn hier? Kurz auf die Karte gucken. Na, da geht's weiter. Scheint zumindest so. Deswegen. Nein! Halt die Schnauze, Geldsack. Ich habe gar nicht gesehen, dass da Abgrund war. Aber ich brauche schon wieder irgendwas von dir, oder? Dietriche, glaube ich. Ja, ja, ein. Okay, gut. Nein, ich will nicht mit dir reden. Nein, 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 nein. So. Also das hier ist wieder irgendwas Optionales. Also ein Ei hätte ich hier jetzt am liebsten. Lichtedelstein würde ich auch nehmen. Hauptsache irgendwas. Sieht ja gerade nicht besonders spannend aus. Oder schwer. Ich traue dem Braten hier nicht. Das ist irgendwie... Hier muss ja noch irgendwas Fieses geben. Ja, okay, wenn man wieder nicht warten kann, ne? Also man, die bewegen sich bestimmt, aber ich habe es gerade nicht genau gepeilt. Ja, komm, lad doch mal schneller. Wobei man sich über die Ladezeiten nicht so wirklich beschweren kann hier. Nur halt zu einer weiteren Welt. Die Ladezeit ist meistens etwas länger, aber sonst. Nein! Ich wusste ja, dass da so ein Lava-Ding war, aber ich... Ich wollte eigentlich später springen, aber es hat nicht mehr. Er wollte noch nicht mehr. So. Spring nicht früher. Ist in Ordnung. Ab. Nein, das ist ja noch so ein Ding. Oh, ich bin gerade wieder viel zu schnell und ungeduldig. Also wie gesagt, ich hatte ja kein Aufnahmeziel hier, aber irgendwie will ich es jetzt schon so mehr oder weniger zu Ende bringen. Oder vor allem will ich halt wissen, wie es weitergeht. Was jetzt noch so kommt. Ob da jetzt wirklich noch ein Mittelteil hier kommt oder eben nicht, oder keine Ahnung. Ja, die bewegen sich aber echt, ne? Minimal, aber sie bewegen sich, ja.
Wobei nicht alle, die hier nicht. So wie es aussieht. So, dann müssen wir jetzt warten, bis sie in die Gegenbewegung geht. Tut sie gerade aber nicht. Ja, du darfst auch gerne, Dankeschön. Jo, jetzt haben wir wieder Zeit. Du kannst auch 1000 Mutmaßungen machen, was jetzt noch kommt. Und auch, ob wir hier jetzt auf den Ruhr treffen, aber ich gehe mal davon aus, weil er hat hier jetzt irgendwie seine neue Zentrale oder was weiß ich. Er versteckt sich hier. Außerhalb der Scanner-Reichweite. Nee. Nee. Da wollte ich doch noch. Ich will zurück. Ich will gerade erstmal zurück, nee. Damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet eigentlich, muss ich sagen. Nee, da will ich auch nicht hin. Scheiße. Nee, nee, lass mal. Aber wie hieß das jetzt? Drachendorf, hä? Wieso bin ich jetzt in Drachendorf? Dunkle Mine hieß das, gut. Nee, aber da will ich auch nicht hin. Ich wollte ja dann schon erstmal hier das Ding zu Ende erkunden. Ach komm, verrecken wir einfach. Ist einfacher. Aber ich habe dann doch Zweifel, dass ich jetzt noch alles finde, wenn es da unten einfach nur zu einer neuen Welt geht. Muss in dem Bereich jetzt, müssen hier zwei Eier sein oder ein Lichtedelstein. Dann habe ich wohl doch irgendwo was übersehen. Das fände ich jetzt nicht so toll. Kann ja, wie gesagt, noch auf der Rutschpartie da sein. Oder ist es eben sonst wo hier in der Welt? Vor allem gibt es hier zwei Bereiche, das heißt, wir haben irgendwie mehr zu erkunden. Wobei die jetzt nicht so wahnsinnig groß sind, sag ich mal. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, wenn wir hier nicht alles kriegen. Weil das sonst in den letzten Welten eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Da unten ist noch ein Eierdieb. Nein. Das ist euer Ernst. Hier. Alter. Ding ja nicht mehr ganz sauber. So. Man muss ihn echt mit Feuer besiegen. Oder zumindest geht es mit Eis nicht. Das kann man festhalten. Ja, aber mehr ist hier auch offenbar nicht. Und das war schon der ganze Bereich hier. Holy fuck. Dann fehlt uns echt ein Ei und ein Lichtedelstein. Ja, wo sollen wir die jetzt suchen, ne? Hier war ja nicht das Bird Level. Das war ja in dem davor. Hier. Und da macht das auch Sinn. Da haben wir dann nämlich alles. Weil hier haben wir noch nicht alles. Entweder ist hier noch was oder hier. Ich tendiere aber eigentlich zum ersten Bereich. Muss dann aber halt jetzt wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Das finde ich nicht so toll. Na gut, na gut. Boah. Bleibt uns nichts anderes übrig. Außer jetzt halt direkt weiterzugehen, aber wir wollen ja alles haben und irgendwann müssen wir sowieso machen. Also wieso nicht jetzt? Nein. Egal, wir haben gerade gespeichert. Der labert mich immer noch voll. Moment, ich kann mich jetzt. Oh! Oh! Dich habe ich nicht gesehen, Kumpel. Gut, dann hätten wir es geklärt. Ja, ja, ist in Ordnung, Sparks. Hab ich jetzt auf Nein geklickt? Nee, auf Ja, ne? Muss ja. Er lädt ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Da gibt es im letzten Level bestimmt noch ein Blink-Level. Im letzten Bereich. In der letzten Welt. Sparks wird fliegen. Mhm. Intelligente Bombe, Zielsuchraketen, Gesundheit, bla. Okay. Naja, dann schauen wir mal. Achso, so feiere ich mal, genau. Ja gut, wusste ich nicht mehr genau. Ich glaube, es wird ein bisschen übel enden hier, Leute. So, beschleunige ich, okay, und mit L bremse ich ab, gut. Ach, das war Dauerfeuer, was ich eingesammelt habe, okay, gut. Aber immerhin gibt es jetzt hier keine Spinnen. Ich denke mal, die würden jetzt hier verbrennen, logisch gesehen. Cool. Sparks Level sind eigentlich jetzt nicht so dramatisch hier. Eigentlich genauso wenig wie die, Bird Level. Trotzdem mag ich es jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Ich spiele einfach viel lieber mit Spyro. Der erste One hier sollte jetzt eigentlich auch kein Problem werden. Vielleicht wird es ja wieder ähnlich chillig wie beim letzten Mal. Wobei das hier doch schon eine Ecke härter aussieht.
Auch wenn gerade nicht viel passiert hier. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier alles geht und so. Einfach mal schauen. Mal abwarten, was noch so kommt. Wir dürfen nur noch einmal getroffen werden, danach sind wir tot. Wow. Mega Endgegner-like, Alter. Das erinnert mich extremst an Crash 4 jetzt. Den vierten Endboss. Aber extremst. Gut gemacht, cool. Das fand ich aber cool mit diesem Typen da. Das fand ich irgendwie echt cool. Na gut, das war jetzt aber mal gar nichts, mal wieder. Genau wie die erste Stufe beim letzten Mal. Bitte sehr, Spyro, ich habe ein Drachenei. Mann, sind diese Dinger schwer. Naja, gib mir einfach nur einen Lichtedelstein, dann passt das wieder. So. Ist noch ein bisschen leichter, oder? Keine Ahnung. Würde ich jetzt mal so sagen, dass so ein Lichtedelstein ein bisschen leichter ist. Okay, es ist zwar ein Edelmetall oder sowas, aber trotzdem. Müssten bestimmt leichter sein als so Dracheneier. Weil Drachen sind ja schon ganz schön groß und wenn die dann. Selbst als Baby müssen die ja schon. Aber doch ein stattliches Gewicht haben. Können wir vorstellen. Naja. So viel schwerer sieht es gerade noch nicht aus. Schauen wir einfach mal. Aber das ist das letzte Sparks Level ever in diesem Spiel, so wie es aussieht. Und damit jetzt hier unsere letzte Aufgabe. Würde ich jetzt mal so behaupten. Weil es fehlen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Eier. Die bekommen wir vielleicht sogar schon in der letzten Welt da jetzt zusammen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier schon 5 Welten, wenn man das so sieht. Oder beziehungsweise es gibt 4 und eine wurde gesplittet in 2 Bereiche. Ach, es gibt doch Spinnen. Ja, sehr schön. Wie können die hier überleben, bitte? Irgendwelche super mutierten Spinnen aus Afrika. Ich weiß es nicht. Wir haben noch keinen Energiepunkt verloren. Das ist auch sehr chillig. Wir bekommen hier aber auch keine Energie. Zumindest gerade in dem Run nicht. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir hier, sie hier nicht bekommen. Und da ist auch schon das Ende. Also hier die letzten Dinger, ne? Wir wissen Bescheid. Jetzt ballern wir den Typen ab. Aber der ist auch gerade nicht irgendwie gestorben oder so, ne? Das ist echt einfach so zu Ende gegangen. Ganz plötzlich. Oder weil ich den getroffen habe oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach, ich habe ihn besiegt. Cool. Man kann ihn also auch besiegen, aber wir haben es ganz easy geschafft. Also das ist mit Abstand das leichteste Level, finde ich. Oder wir haben Erfahrung. Oder vielleicht beides. Aber das fand ich jetzt echt easy, mal wieder. Finde ich aber gut. Angenehm. Gut, Spyro. Hier ist dieser Lichtedelstein. Wie gut, dass ich in diese Lücken passe. Sonst würdest du die benötigten Dracheneier und Lichtedelsteine nie bekommen. Das stimmt, ja. Aber feier dich nicht selbst zu hart, also. Ne? So, wir brauchen jetzt noch 8 Lichtedelsteine, um in diesen einen Bereich da reinzukommen. Bei dem Dorf. Wo haben wir denn jetzt? Ach, da ist die Fee, gut. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt aufhören soll. Der Part ist nämlich auch schon wieder vorbei. Ob ich jetzt quasi die Aufnahme beenden soll und dann beim nächsten Mal hier weitermachen soll in der dunklen Mine. Wir haben jetzt 86%. Uns fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eier. Hätte ich auch einfach da oben lesen können, aber ich wollte es einfach mal selber nachzählen. Und ja, 13 Lichtedelsteine. Und noch 5 normale Edelsteine. Und schaut euch das mal kurz an. Oh, das gibt's auch. Moment, das gucke ich mir gleich mal an. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das Menü. Und hier gibt es jetzt noch 2 dunkle Edelsteine gibt es jetzt hier noch. Das heißt, danach wird es wahrscheinlich noch eine Welt geben mit 3. Oder noch eine mit 2 und mit einer. Keine Ahnung, wie viele Welten es hier noch gibt. Von den Eiern und so. Also wir können jetzt mal durchzählen gerade. Wo fehlt uns denn jetzt noch was? Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch was im Dorf, ne? Genau, Frostballendorf. Da fehlt ein Ei und ein Lichtedelstein. Also 1 und 1. Und hier fehlen uns jetzt auch noch 2 Sachen. Das heißt, da haben wir auch nochmal jeweils ein Ei und ein Lichtedelstein. Das heißt, haben wir 2, die uns noch fehlen. Wenn wir die jetzt da drauf ziehen, dann sind das 7 und 8. Wir rechnen also 7 Eier dazu und 8 Lichtedelsteine. 7 Eier, fehlen noch 3 Eier nach dieser dunklen Grotte oder dunklen Mine. Und unten hatten wir 8, ne? Das heißt, da fehlen dann noch 15. Nee. 15, wie komme ich auf 15? 5, nee, Moment. 23, nee. Doch, 13 fehlen, genau. Das heißt, da fehlen dann noch 8. Oder? Nee, Blödsinn, da fehlen. Moment. Ah, ich bin jetzt gerade richtig blöd. Moment, nee, 8, ne? Das heißt, da fehlen noch 5. Da fehlen nur noch 5 Lichtedelsteine dann.
5 Lichtedelsteine fehlen dann. Wenn ich das jetzt alles noch kriege. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine Welt geben, wo wir dann vielleicht noch 3 Eier und 8 Lichtedelsteine bekommen. Und dann vielleicht noch 3 dunkle Edelsteine. Also die dunkle Mine wird dann definitiv nicht das letzte Level sein, da bin ich mir sicher. Oder die letzte Welt oder was weiß ich. Das will ich dann aber auch nicht heute machen. Ich bewahre mir die Spannung und bin mal sehr gespannt, wie das dann wird. Ich weiß auch gar nicht, mit 100% Ende und so, ob es da eins gibt, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich dann ganz plötzlich vor Rot stehen und dann... Es gibt wahrscheinlich doch keine neue Welt mehr, keine weitere Welt mehr. Weil jetzt alles hier reingeklatscht wird. Also das hier ist offenbar das vierte Reich, das letzte. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, wie der Kampf dann wird und so. Und ob es halt wirklich ein 100% Ende gibt oder nicht, ist auch egal. Wir werden 100% sammeln. Ich wollte mir noch das eine Menü angucken, habe ich jetzt vergessen. Power-Up-Menü, Bildschirm, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja gut, ist auch nicht wirklich spannend. Die Schlüsselkette für den Dietrich haben wir, genau, da können wir 3 Dietriche mittragen. Alles chillig soweit. So, die Fee hat abgespeichert, deswegen würde ich sagen, beenden wir gerade das Spiel. Ja. Und wir gucken jetzt mal kurz wegen dem Charakterauswahl, Bildschirm, Menü, bla. Was haben wir auch noch? Haben wir nochmal freigeschaltet irgendwo? Genau, Extras, da wird es bestimmt sein. Nicht freischaltbar. Keine Ahnung, nee, wo ist es denn dann? Gucken wir mal, Spiel laden. Also es war jetzt nicht so im Menü irgendwo, oder? Oder wobei, vielleicht war es im Startmenü, das habe ich gar nicht ausgecheckt. Ich habe ja immer nur Select gedrückt. Also mein Select-Menü habe ich ja nur. Was gibt es denn bei Optionen hier? Spiel speichern? Kann das Spiel speichern? Also ich habe das Spiel noch nie gespeichert, muss ich sagen. Und mir hat noch nie was gefehlt oder so. Seht ihr jetzt hier? Wir haben hier alles. Aber wo gibt's das denn dann? Hilfe. Ah, Spyro? Nee, Spyro Baldingens. Jäger, Sergeant Bird, Blink, Sparks, Ballereien. So. Ich dachte, da kann man jetzt ganz unverblümt den Charakter auswählen. Das fände ich aber ein bisschen doof irgendwie. Also ich werde es bestimmt in der nächsten Aufnahme rausfinden. Deswegen bitte ich euch jetzt auch nicht, das irgendwie aufzuschreiben, wo man das findet. Nee, definitiv nicht. Also da bin ich mir sicher. Das werde ich bestimmt irgendwo finden. Vielleicht auch irgendwo in der ersten Welt halt, wie gesagt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sehen wir uns dann im nächsten Part genau hier wieder. Dann werden wir die dunkle Mine hier erkunden. Und weiter zu Rot vordringen und wahrscheinlich dann noch eine weitere Welt haben. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe ihr auch. Oder ihr seid zumindest auf die nächsten Parts gespannt und freut euch drauf. Und seid weiter dabei. Bis dahin. Tschüss.